Na, ihr Zauberschön, heute ist wieder unser Freitag, unser spezieller Freitag, wo die ganzen Neuheiten kommen und ihr könnt ab jetzt im Shop stöbern. Das heißt, ihr geht in die Infobox und da mehr ansehen. Da habt ihr einen Link zu den Neuheiten und da werdet ihr dann alles finden, was ich euch zeige. Falls ihr dieses Video später sehen solltet, gebt einfach oben in die Suchleiste den Namen ein, den ich euch jeweils sage, dann könnt ihr es auch später noch finden, falls es nicht mehr bei den Neuheiten deklariert ist. So, und wie ich auch immer dazu sage, ich kann euch leider nicht alles zeigen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ihr findet dann, also ich finde es spannend, wenn man dann bei den Neuheiten reingeht und dann noch viel mehr entdecken kann. Selbst ich, ja, ich selber auch. Ich gehe auch immer bei den Neuheiten rein und schaue dann auch nochmal. Manchmal finde ich dann noch was. So, ihr wisst, ich habe euch letzte Woche erzählt, ich befinde mich gerade im Urlaub. Das heißt, die Videos werden alle ein bisschen kürzer, aber ich lasse euch natürlich nicht verhungern und möchte euch die ganzen Neuheiten zeigen, aber ohne Basteln. Also wirklich diesmal nur die Neuheiten. Aber ihr kennt mich, ich rede so viel, da kriege ich auch das Video voll. Ich fange an mit dem wunderschönen neuen Designerpapier. Ich hoffe, ihr steht auf Früchte. Wer nicht, aber ja doch, gibt bestimmt Menschen, die Früchte nicht mögen, aber ach, die sind so schön. Hier haben wir zum einen sogar mit Namen jetzt dazu. Hier unten steht nämlich softe Limonen. Ja, guckt mal, wie schön mit den Blüten noch dazu und wieder alles so richtig schön aquarell. Ist das bezaubernd? Da kann man bestimmt super schöne Geschenkschachteln draus machen. Ja, finde ich mega, finde ich richtig schick. Einmal dieses, dann das Ganze noch mal in klein. Auch sehr schön. Ich finde solche Papiere auch immer sehr schick zum Ausschneiden. Auch gerade die großen. Ne? Da kann man sich einfach schön eins rausschneiden und dann irgendwo mit draufkleben. Finde ich klasse. Das nennt sich kleine softe Limonen. Ja, sehr, sehr schön. Dann habt ihr passend dazu quasi oder zu den anderen Früchten, die ich euch dann auch noch zeige. Das sind Stanzen und Stempel. Genau. Passend dazu ein schönes Sommergelb. Das ist so ein, ja, so gelb-orange. Ich hoffe, das kommt bei euch genauso rüber. Aber es ist halt wirklich so ein Gelb, was so ins Orange reingeht. Und dann sind hier noch viele weiße Linien, aber ganz schwach. Aber ich finde es wirklich schön. Auch das ist so, ja, so Basismaterial. Ne, das kann man mal zu Hause haben. Nennt sich auch Basic Sommergelb. Genau, das ist wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir auch richtig gut die Farbe. Und Streifen kann man auch immer gebrauchen, bin ich der Meinung. Und da habt ihr auch noch mal dieses Sommergelb. Ne, als Streifenpapier mit weißen Streifen dazu. Ja, sehr, sehr schön. Nennt sich Basic gelbe Streifen. Finde ich richtig, richtig schön. So, das waren die Papiere. Kommen wir zu den Stempelsets. Und ich hatte ja gesagt, da gibt es auch Früchte. Und da gibt es einmal dieses schöne Set mit Äpfeln. Sind die süß? Ich glaube, die heißen irgendwie Skandi. Genau. Skandinavische Äpfel. Das ist ein kleines Set. Aber ich finde, das ist ausreichend. Fünf verschiedene Äpfelchen, die man sich schön gestalten kann. Kann man schön ausmalen? Muss man nicht. Kann man bestimmt auch schön embossen. Das ist jetzt wieder so mein Gedanke. Embossen. Aber wirklich richtig schick. Ich habe da nochmal den länglichen. Finde ich super süß. Kann man auch immer wieder verwenden. Könnte man theoretisch ja auch für Weihnachten dann nutzen, ne? Als Bratapfel. Ne? Auch eine Idee. Richtig schön. Dann gibt es ein neues Sprücheset. Da hatten wir ja schon Teil 1 von. Jetzt gibt es Teil 2. Nennt sich Stempel für Text 2. Und hier haben wir: Schön, dass es dich gibt. Auspacken und freuen. Glück aus der Küche. Für schöne Momente. Für ein kleines Herzklopfen. Herzlichen Glückwunsch. Lass dich feiern. Und Glücksbringer. Und alles wieder so schön verschieden geschrieben in verschiedenen Schriftarten und generell auch im Spruch selber sind verschiedene Schriftarten genutzt und das finde ich immer so schön. Finde ich klasse. Es wertet es immer noch so ein bisschen auf, bin ich der Meinung. Ja, finde ich klasse. Sehr schick. Dann ein großes Set und zwar Schmetterlinge. Schmetterlinge kann man ja auch mal benutzen, ne? Also Schmetterlinge gehen ja auch immer. Gut, Winter wird schwierig. Könnte man aber Winterschmetterlinge draus machen. Mal jetzt so weit gedacht, aber
Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber Schmetterlinge sind schön und kann man eigentlich immer verwenden. Ja. Ihr habt ihr quasi einen Kranz aus Schmetterling, einmal, ich würde jetzt fast behaupten, das ist ein Herz, dann ein Schweif und dann habt ihr hier noch einzelne Schmetterlinge. Sind die schön? Und die könnte man ja auch alle schön bunt ausmalen. Ach, das wäre richtig schick. Das werde ich mir merken. Diesen Schweif und dann bunt ausmalen, vielleicht mit Buntstiften oder mit Aquarell. Ja, das ist eine schöne Idee. Gefällt mir sehr, sehr gut. Heißt bestimmt auch irgendwas mit Schmetterling. Schmetterlingsliebe heißt das Ganze. Sehr, sehr schön. Dann gibt es auch wieder neue Prägeformen. Und zwar ein kleines. Da haben wir einmal Zweig im Rahmen. Mal gucken, wie es heißt. Scandi-Rahmen mit Zweig. Ich war nah dran. Ich war sehr nah dran. Ja, finde ich klasse. Kann man so mit in den Hintergrund packen. Oder einmal prägen und dann ausstanzen, wie ich letzte Woche oder vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Da, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, da habe ich auch eine Prägeform benutzt. Von Herzen war das genau und habe das in den Hintergrund gepackt und habe dann vorne schön mit Blumen verziert. Genau. Das könnte man ja auch, ne? Schön prägen, dann ausstanzen und dann irgendwie noch schön verzieren. Sehr schön. Und dann gibt es noch ein großes. Dieses hier. Für dich. Das ist klasse. Da habt ihr quasi einen Spruch einmal schön groß im Hintergrund. Da braucht man nicht nochmal separat irgendwas stempeln, sondern hat das dann schon parat. Wie dieses von Herzen. Müsst ihr das Video mal gucken. Dann wisst ihr, was ich meine. Finde ich klasse. Das ist auch mal eine schöne Sache, wenn man mal nicht stempeln möchte. Ne? Dann prägt man das Ganze und hat dann quasi das, was man sagen möchte. Für dich. Geht ja auch für viele Sachen. Ist auch bestimmt schön bei Tüten. Taschen, ne, wenn ihr Standschablonen habt für irgendwelche Boxen oder Tüten und das dann reinpasst, das ist bestimmt auch mega schick. Muss ich auch mal ausprobieren. Nennt sich für dich mit Herz. Genau. Sehr, sehr schön. Zu den Früchten gibt es auch noch passende Schablonen. Die sind auch richtig, richtig stark. Und zwar habe ich eine ganze Menge hier. Bleiben wir mal bei Äpfeln. Da haben wir eine Äpfelschablone. Die ist auch klasse. Kann ich mir auch mehrfarbig gut vorstellen. Ne? So schön grün, rot, orange, gelblich. Im Hintergrund vielleicht nicht alle, vielleicht alle und dann ausstanzen. Also da kann man sich auch vieles, vieles einfallen lassen. Die heißt Äpfel. Ja, ist einfach nur Äpfel. Genau. Also ich denke mal, wenn ihr Äpfel oben in die Suchleiste eingebt, kommt das schon, vielleicht Schablone Äpfel, aber eigentlich müsste Äpfel reichen. Ne, da zeigt euch dann, also wird euch dann alles angezeigt, was mit Äpfel zu tun hat. Wahrscheinlich dann auch dieses kleine Stempelset. Dieses. Dann Erdbeerchen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es eine Erdbeerenstanze. Genau. Dafür passend. Jetzt quasi eine Schablone. Also, wenn ihr Erdbeere oben in die Suchleiste eingibt, dann müsste theoretisch ja auch die Erdbeerstanze kommen. Da könnt ihr das schön zusammen kombinieren. Das war so mein Gedanke. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich habe ja die Erdbeerstanze da und das werde ich dann schön mit diesem Erdbeerhintergrund dann quasi kombinieren. Na, hier oben habt ihr weniger, ihr seht das, ne? Und hier unten werden es dann immer mehr. Wie so ein Erdbeerregen quasi. Dann gibt es noch Kirschen. Wer steht auf Kirschen? Ah, da haben wir viele, viele Kirschen. Auch einzelne und einzelne Blätter. Und dann halt, ne, wie man das kennt. Wenn man mal eine Kirsche, ich glaube, dann malt man immer sowas. Dann malt man eigentlich mal immer so eine Doppelkirsche mit Blatt. Also, müsste man fast mal testen. Müsste ich fast mal in meiner Familie rumfragen, beziehungsweise sagen, mal mal eine Kirsche. Und ich kann mir vorstellen, dass alle die so malen. Nennt sich Kirsche. Und zu guter Letzt, von den Schablönchen jedenfalls, Orangen. Moment. Nee, Zitronen. Ha. Falsch gesagt. Es muss ja passend sein zu dem Designerpapier. Das sind Zitronen. Könnte man natürlich aber auch. Könnte man auch als Orange nutzen. Ne? Also wenn man das Orange anmalt, geht das auch locker als Orange durch. Ich glaube, das funktioniert gut. Also da habt ihr quasi dann zwei in einem. Ne? Einmal Zitrone und einmal Orange. Vielleicht sogar eine Grapefruit.
die unterscheidet sich auch nicht so viel. Ja, finde ich mega. Finde ich sehr schön. Also Zitrone. Ja, die Zitronenschablone. Kommen wir zu den Stanzen. Und da bleiben wir wieder beim Obst zuerst. Da gibt es passend zum Set dann auch noch ein paar Äpfelchen. Da kriegt ihr einmal einen vollen Apfel und quasi einmal einen ausgehöhlten Apfel. Finde ich mega schön. Gerade der sieht so richtig schick aus. Den kann man sich auch super einfärben. Der sieht aber auch so sehr schick aus, ne? Weil der so richtig schön schlicht ist. Ne? Mit diesen Backen. Also, ach, schön. Ne? Wie schön Äpfel sein können. Ist immer wieder erstaunlich. Einmal Äpfelchen. Dann gibt es eine wunderschöne Randstanze mit einem Röschen. Das ist einmal die Stanze. Kann ich euch ja gleich mal sagen, wie lang sie ist, weil es mich gerade selber interessiert. Diese ist so ein bisschen was über 15. So 15,2. Sowas. Also quasi einmal ganzer Rand von Karte, würde ich meinen. Und das sieht dann einmal so aus. Ist ein bisschen schief geworden. Bin ein bisschen schief gekommen beim Stanzen. Aber das Eigentliche seht ihr, ne? Ein richtig schicker Rand wird das dann mit dem Grün und mit der Blume in der Mitte und dann nochmal ein bisschen Grün. Finde ich sehr, sehr schick. Mega. Dann gibt es wieder einen schönen Rahmen. Ich nenne das jetzt mal Rahmen. Das Innere habe ich jetzt weggepackt. Ich habe euch jetzt wirklich nur den Rahmen dagelassen. So sieht einmal die Stanze aus. Und so sieht es dann einmal ausgestanzt aus. Moment, mal kurz das hier rauspopeln. So. Das ist einmal der Rahmen. Der ist wieder schön ungleichmäßig. Hier oben hat man wie so kleine Blüten und hier unten wie so kleines Grünzeug. Meine Interpretation dazu. Meine Güte, schwieriges Wort. Sehr schön. Kann man auch wieder viel mitmachen, finde ich. Mir fällt immer als erstes ein Bild ein, komischerweise, wo ich ja gar nicht mit Fotos arbeite, aber das ist so der erste Gedanke. Dann gibt's Blümchen. Und zwar diese hier. Da habt ihr quasi einmal drei Blumen zum Ausstanzen. Also die lösen sich raus. Und diese bleiben im Papier. Das sind quasi 3D-Blumen. Die knickt ihr euch dann hoch in dem Fall. Zeige ich euch. Also ihr habt ihr einmal die drei. Die könnt ihr auch hochknicken, weil der Rand ist löslich. Na, also ihr könnt euch schön die Blüten quasi noch nach oben formen und da guckt dann der Hintergrund quasi durch. Mach mal groß hier die große Blüte für euch. So. Die sieht dann, hoppala, die sieht dann so aus. Richtig schön. Also die könnten auch meine Handstanze abwerben. Das sind die drei. Und dann, wie gesagt, die drei Größen, die im Papier bleiben. Da könnt ihr dann das Ganze auch einmal hochdrücken und könnt ihr dann auch schön hinterlegen, wenn ihr das möchtet. Das sieht dann so aus. Finde ich so schön. Auch wieder bei Verpackung sieht das bestimmt auch richtig toll aus, ne? Wenn man eine Verpackung hat, vielleicht eine Tüte, eine längliche und oben sind dann diese Blüten, die dann so herausstehen. Ach, mega schön. Das sind diese. Und dann gibt es noch Blüten in Kranzform und einmal einzeln. Das ist dieser hier. Na, da habt ihr einmal quasi einen Blütenkranz und dann könnt ihr euch aber jeweils noch eine Blüte einzeln ausstempeln. Der sieht dann so aus. Oh, Moment, ich plopp euch mal ein bisschen hier was raus, damit ihr es besser sehen könnt. So. Das ist einmal der Kranz. Oh, Moment, jetzt habe ich es. Auch sehr, sehr schön. Und das ist dann quasi die einzelne Blüte, die ihr dann noch zum Verzieren mit nutzen könnt. Finde ich wirklich klasse. Sehr schön. Ihr Lieben, das war's. Das waren die Neuheiten. Ich finde die wirklich bezaubernd. Ich finde die so schön, dieses Obst und die Blumen. Und ihr wisst ja, ne, alles, was so Blume und Tiere so zu tun hat, da bin ich ja Feuer und Flamme. Und die Papiere sind auch so schön. Und ich bin wieder sehr, sehr gespannt, was euch am besten gefallen hat. Ihr könnt wieder Wünsche äußern, was ihr in nächster Zeit am schnellsten sehen möchtet quasi. Also, wenn ihr jetzt sagt, hier, dieses Set, das mache ich dann. Also, ich versuche es zumindest. Ihr wisst,
mache jetzt 2 Wochen Urlaub, beziehungsweise ich bin jetzt in meiner ersten Woche, wenn ihr das seht. Und danach kommt noch eine. Und danach lege ich dann wieder voll mit euch los. Und ja, ihr Lieben, wie immer wünsche ich euch einen wunder und zauberschönen Tag. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!